Hallo, vor mir liegt das Blackview A100 A100 Smartphone. Das habe ich zugeschickt bekommen, deshalb ist das hier eine Produktplatzierung, aber natürlich werde ich damit so hart ins Gericht gehen, wie es notwendig ist. So, erstmal gut das Gerät, schon mal verpackt, hinten und vorn ein kleines Panzerglas. Was gibt es hier noch? Ja, der obligatorische Stift und hier sind sicherlich hoffentlich noch ein paar kleine Werbezettelchen drin. Das interessiert es aber nicht. Und ja, das war's dann schon. Ladegerät und USB-C-Kabel. Mehr gibt es nicht in dieser kleinen Hülle. Und deshalb kann ich mich direkt dem Smartphone widmen. Das fällt sofort auf, diese dicke, große Kamera. Die wird später noch kurz thematisiert. Und ich hole es mal aus seiner Hülle raus. Also du hast hier jeweils diesen Schriftzug Only the Brave, der steht hier auch nochmal auf dieser Hülle, überschneidet sich dann blöderweise mit dem, was unten drunter steht, aber die Hülle ist auf jeden Fall ziemlich durchdacht. Die Kamera guckt wie immer typischerweise raus, damit sie etwas mehr Platz hat. Ich habe es natürlich schon benutzt, deshalb ist es auch etwas beschmiert. Hülle wieder drauf, die ist ja typischerweise transparent, sieht gut verarbeitet aus und geht hinten leicht über die Kamera und geht vorn auch leicht über das Display. So, Fingerabdruck sollte funktionieren, wunderbar. Und dann kann es direkt mal losgehen. Anschlüsse hast du im Grunde nur USB-C und lauter leiser. Hier ist der Fingerabdruckscanner drin, der funktioniert tadellos. Den konnte ich noch nicht überlisten. Ja, Klinke fehlt leider, aber das ist ja heutzutage fast schon Standard. Das Display, das siehst du schon, das hat hier 17 cm in der Diagonale. Wie schon ausgemessen, hat dieses blöde 20:9 Format und die Kamera oben mittendrin. Das sieht meiner Meinung nach nicht schön aus. Ich zeig dir mal kurz nur den Größenvergleich. Das ist ein iPhone 8. Das ist zwar relativ klein, aber der Größenvergleich ist schon ja, ganz schön. Also du siehst wirklich viel, obwohl ich sagen muss, das hätte man hier oben auch irgendwie eleganter lösen können, denn auch wenn du scrollst durch eine Seite, du hast oben in der Mitte, wenn du was lesen willst, immer die blöde Kamera. Also das ist ja jetzt nicht ganz so beeindruckend. Mal schauen, ob ich noch, ja, die Helligkeit ist gerade auf Maximum, die kannst du wunderbar runterregeln. Also ich sehe hier jetzt immer noch etwas oder auf maximale Helligkeit, das ist für draußen sehr gut. Das hat jetzt keine Spitzenwerte, aber 430 Candela pro Quadratmeter, wenn ihr das was sagt. Das ist okay, das ist ein guter, solider Wert. Wir reden hier übrigens von einem Smartphone für knapp 200 Euro. Da auch nicht zu viel erwarten, aber ein paar Ansprüche schon. Es sind keine 70 oder 80 Euro der Akku. Das Ding war voll. Was habe ich denn jetzt gemacht? Nein! Der Akku war voll. Und ich habe es ja 14 Tage immer wieder getestet, immer wieder etwas installiert, gemacht, getan. Und er ist auf 27% runtergegangen. Jetzt habe ich es mal ein bisschen geladen für dieses Video. Und das geht super langsam. Laden, das ist, wenn du das mal beim iPhone oder auch bei einigen Sony-Geräten gesehen hast, wo der Akku im Nu wieder 30-40% Punkte dazu bekommt, ist hier nicht der Fall. Das ist eher was Ausdauerndes für die Nacht. Und dann gehe ich mal direkt jetzt zu 3D Mark. Schauen wir uns mal den Prozessor an. Das kannst du dann mit anderen Smartphones vergleichen, diese Werte. Das ist ja nicht gut, aber auch nicht total schlecht tatsächlich, weil das so unterer Mittelwert ist. Was ist denn nun los? Unterer Mittelwert ist. Der Prozessor ist ein MediaTek P70. Das ist nicht schnell, aber das reicht im Grunde für alles, was du so brauchst. Wir schauen nochmal ins System rein, in die Einstellungen. Was haben wir da? Das stört so ein bisschen. Es sind immer mal ein, zwei, drei Sachen, die nicht sauber übersetzt sind. Das ist etwas seltsam. Aber Speicher zum Beispiel super. Also 128 GB. Jetzt sind noch 113 GB frei. Das ist ja, fantastisch, also hier hast du wirklich richtig viel Platz. 6 GB RAM, das reicht alles wunderbar. Ich zeige dir das jetzt nochmal an den nächsten Sachen. Was habe ich natürlich? Netflix und
Was haben wir hier? Ah, Downloads stehen bereit. Filme sehen. Ah, WLAN ausgeschaltet, ist natürlich blöd. So, das sollte jetzt tatsächlich mal funktionieren. So, alles drum und dran. Er lädt, er lädt, er lädt, er macht. Also das kannst du alles tatsächlich wunderbar hier. Irgendein Film, bla bla. Und das ist jetzt so das Ding. Natürlich nur SD-Qualität Netflix, aber ganz ehrlich, auf einem 6,7 Zoll großen Display wirst du das erahnen, aber mehr auch nicht. Also das ist tatsächlich, das wird den Filmgenuss jetzt in dem Sinne nicht trüben. Was ist tatsächlich? Du hast durch dieses 20:7 Format, ist das so ein bisschen, naja. Gut, das funktioniert also auf jeden Fall. Und ähnlich sieht es aus, wenn du hier ja irgendwelche öffentlich-rechtlichen Mediatheken nimmst. Live-Programm, flup flup, das ist, na, sieht man es nochmal heller. Ja, du kannst halt tatsächlich reinzoomen, damit du auch die Breite nimmst. Das ist gar nicht so blöd, aber dann fehlt dir oben und unten etwas Bild, weil 16:9 ist nun mal der Standard. Aber das funktioniert alles tadellos. November 2019. Ton ist gut, das klingt gut. Treffen sich zu einem internationalen Asteroiden-Workshop. Das funktioniert alles auch super. Das Osiris-Rex-Team ist dabei. Check. Ebenso hey. Wie Mitglieder der zweiten japanischen Mission zu einem Asteroiden. Haya. So. Also machen wir Minecraft starten. Da siehst du, dass es ein wenig lädt, aber auch das geht eigentlich ruckzuck. So. Spielen. Hahaha. Wunderbar. 3587 Arten von Tropenfischen. Wer hätte das gedacht? Machen wir weiter. Gelände wird gebaut. Hier merkst du kurz, ja, jetzt kommt er ins Stocken. Das geht sich auf anderen Geräten schneller, aber es sind, ja, Sekunden. Sekunden, Sekunden, Sekunden. Warum ist es jetzt so dunkel hier? Ja, ja, ja. Also auf jeden Fall. Ja! Oh Mann! So. Ja, da sind wohl meine Tageinstellungen nicht ganz sauber. Aber wie gesagt, auch das funktioniert. Ich komme nur gerade nicht mehr raus. Erstaunlich. Erstaunlich, erstaunlich, erstaunlich. Also eigentlich sollte ich... geschafft. Das ist ein bisschen hagelig, gerade dadurch, dass diese Displayfolie am Rand nicht ganz abschließt. Ja, wie dem auch sei, die Kamera. Das ist noch ein wichtiges Ding und dafür habe ich dir ein paar Fotos aufgenommen. Deshalb zeige ich dir jetzt zuerst mal Sonne, Mond und Sternenhimmel. Das sieht ziemlich gut aus. Dann habe ich was aufgenommen bei schlechtem Licht und dann noch den Blitz hinterher geschoben. Und dann nochmal Pflanzen und die dann nochmal mit künstlicher Intelligenz. Aber ich sehe ehrlich gesagt keinen Unterschied. Alles natürlich in der Full-HD-Auflösung, damit du es auch siehst. Und dazu habe ich jetzt noch ein Video aufgenommen, damit du auch mal das Mikrofon hörst und siehst, wie die Full-HD-Auflösung der Kamera das eigentlich so macht. Und hier noch der Check von Mikrofon und eingebauter Kamera. Es ist trüb, es ist ein wenig Lärm im Hintergrund zu hören. Und du kannst dich selber davon überzeugen, inwieweit das so einen guten oder schlechten Eindruck hinterlässt. Ja, was bleibt jetzt festzuhalten? Das Ding ist schön groß. Etwas schwer, knapp 200 Gramm. Schön groß, du hast eine Schutzhülle, du hast vorne die Folie, die ist schon verklebt. Wie gesagt, das ist so am Rand ein bisschen blöd gemacht. Aber, weil dann hast du immer so, wah, 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 Minecraft, ah, guck, alles noch wunderbar da. Also der Prozessor ist langsam, aber völlig ausreichend, selbst wie du gesehen hast, für Minecraft, für Streaming ohnehin. Da brauchst du ja gar keine Gedanken machen. Surfen, streamen, chatten, geht alles absolut tadellos. Netflix natürlich nur in SD-Qualität zum Beispiel mal. Das wird bei Amazon und den anderen ähnlich sein.
Schöner großer Akku drin, der hält wirklich lang, lädt total langsam. Das Display ist groß, es ist hell, gibt es tatsächlich nichts zu beanstanden. Ich hätte mir noch Klinke gewünscht, aber das ist wohl ein Wunsch aus längst vergangenen Zeiten. Ja, wie gesagt, 200 Euro ist, ja, du hast tatsächlich, es fühlt sich auch wertig an. Du hast was in der Hand, das ist ein bisschen groß für meinen Geschmack, aber das wird sehr viele sehr interessieren, würde ich mal eher sagen, weil das ist so eine große Größe, wenn du Fotos angucken willst. Da sieht man schon was. Ja, ansonsten 200 Euro für das Ding, das lohnt sich schon irgendwie. Die Ausstattung ist gut, gibt es nichts zu bemängeln, es reagiert schnell, es ist wirklich nicht so, der Speicher ist nicht begrenzt, der Prozessor ist zumindest so ein bisschen ausreichend, dass du für ein paar Jahre Ruhe hast. Alles funktioniert an dem Ding. Ja, so viel zum Blackview A100. Dann bis zum nächsten Mal.